So, hallo, hier ist mal wieder Admiral of Games und wir spielen seit langer Zeit mal wieder Flight Simulator X, meine Freunde. Was ist ein Parkplan, das ist auf dem Joystick? Das weiß ich nicht. Warte, ich probiere mal kurz hier. Ne, das ist 5. Ne, 5 ist nicht. Doch, 5 war. 5 waren die Klappen. Ja, waren die Klappen. Warte. 6 sind die Klappen wieder einfahren, ich fahre kurz wieder ein. F7. F7 ist Parkplan. Okay, danke. Weil wir haben jetzt die beide mal den gleichen Joystick. Ich brauch doch die Maus. Ja, wir haben endlich mal Joysticks hier. Du nimmst die Tastatur, ich nehme die Maus. Ja, ja. Jetzt ist es einstellen. Also ihr müsst euch das hier vorstellen, wir haben hier 4 Bildschirme, 2 Joysticks, 2 Mäuse, eine Tastatur hier, ein Mikrofon, das ist. Wir haben 2 Laptops, einen Computer. Ja, wir nehmen auf 2 Bildschirme auf, jetzt Co-Pilot, Pilot. Ja. Dann haben wir hier noch die Instrumente, dann Aufnahme. Alter, das ist hier zu krass und gleichzeitig essen wir jetzt hier auch noch. Ja, weil wir auf einem echten Flug haben wir Essen bekommen von den Stewardessen. Ja, klar, ja, klar. Zeig mal, was wir fliegen. Ja, du nimmst vor auf. Eben, deswegen solltest du ja alles haben. Ja, klar. Ja. No. Hallo? Hä? Hä? Warte, das geht. No. Wir fliegen hier ein Bombardier-Firmenjet. Ein Regionaljet halt, so ein Ding halt. Ey, was mir gerade auffällt, ich hoffe mal, er nimmt die ganzen Vibrationen mit auf. Das muss ja mega laut sein. Das letzte Mal auch nicht gemacht. Ja. Stimmt auch wieder. Aber wenn wir jetzt noch länger reden, dann kommen wir ja natürlich nichts mehr, also müssen wir mal starten. Also der Autopilot ist alles eingestellt. Schieb mal deinen Laptop ein bisschen vor mich und dann klappt den Bildschirm so weit nach hinten wie möglich, damit ich wenigstens da noch so eine Pilotenansicht habe. Ja, so. Nein, der geht ja noch weiter nach hinten. Ich zieh mal ganz weit vor dann hier. So? Ja, vor meinen Bildschirm. Vor deinen Bildschirm? Ja. Das ist hier nur die Aufnahmeanzeige. Na, warte, was ist das hier? Wartet ganz kurz, wir müssen hier noch einmal. So, jetzt haben wir hier umgebaut. Weil ist ja nur die Aufnahme da hinten. Ja, warte, ich gehe mal kurz auch in diese Pilotenansicht hier unten. Genau. Also so, nochmal einmal A, noch ein paar Mal A meine ich. Ja. Jetzt bist du in der Pilotenansicht. Genau. So, ich drücke dann auf dieser Tastatur einfach Z, sobald du gestartet bist, weil dann haben wir den Autopiloten an. Ja. So. Okay. Ich muss mich ja noch ausrüsten, ne? Ja, also du startest dann ja, so. ich lande dann. Okay. Du machst den ganzen Flug hier. Leute, es wird jetzt sehr spannend. Wir sind seit langer Zeit, haben wir es nicht mehr gespielt hier. Also. Ja. Co-Pilot, Parkbremse lösen. Okay. So, kannst du mir. Autopilot ist komplett eingestellt. Ich hoffe, da läuft jetzt nichts schief. Einfach Gas geben. Dreh voll auf. Oh, oh, ja, muss schön gegenhalten. Ey, warum lenkt ihr so nach rechts, bitte? Keine Ahnung. Autopilot ist nicht an, also. Jetzt geht's ja. Vielleicht ist es zu windig oder so. Alter, was hab ich denn? Ey, was geht da ab, bitte? Also diese Vibrationen werden mega laut aufgenommen. Warte mal, pausier mal kurz hier. Das geht nicht, ich hab die Steuerung, muss bei mir pausieren. Ja, scheiße, pausier das Ganze mal kurz. Ey, es geht auch nicht. Ey, wir müssen die Vibrationen irgendwie ausstellen. Oh Gott. Erstmal ab. Alter, zieh mal ab, der hängt doch nicht ab. Oh, fahr das Fahrwerk rein. Warte, vorhin geht's Fahrwerk F8 so. Jetzt halt's auf, jetzt vibrieren. Okay, Fahrwerk geht rein. Warte, soll ich Autopilot anmachen? Jetzt richtig eingestellt ist, ja. 3, 2, 1, jetzt. So, jetzt fliegt er von alleine. Ganz ruhig. Hast du Kurs halten an? Nein. Der fliegt jetzt nur auf die richtige Höhe erstmal. Ja, aber ich muss ja noch den Kurs halten. Chill. Ja, den Kurs musst du... Ich muss umdrehen. Sagt er gerade ab. Mach das Ding aus. Ja, ist aus. Scheiße, die Vibrationen. Was zum Fick, Alter. Diese Vibrationen müssen die irgendwie auskriegen. Warte. Ich stell die hier mal kurz aus. Achte nicht auf dieses Fenster. Das ist so eng. Ich sehe ja nicht. Ich hab gerade so einen Alarmton hier. Du hast einen Alarmton, ich hatte keinen. Ich höre gerade den ganzen Alarmton hier, weil wir irgendwie zu hart drehen oder so. Achso, ja, ich höre das eben nicht. Ich muss deinen Kopf heraussetzen, du musst die hier haben. Ich höre das, weil ja, du hast ja auch was auf, Junge. Ich mach mal kein Autopilot an. So. Alter, diese. Hier, nimm die Kopfhörer. Ja, warte, das reicht nicht. Aber ich brauch die Pilotenkopfhörer. Scheiße. Scheiße, ist das ja ein Chaos. Wir hätten euch mal irgendwie üben sollen dafür. Ja, das reicht dann nicht. Wieder Alarmton. Mach den Autopilot aus. Ja, chill. Alter, mir hängt das Ding Kabel im Auge. Warte mal. Wie geht denn hier bitte dieser Vibration-Ding aus? Nein. Chill, Junge, chill. Warte. Scheiße, es geht hier nicht aus. Wow, warte, ich mach hier aus, warte. Du kannst nicht mehr die Piloten. So. Wir müssen. Alter, ich weiß gar nicht, welche Richtung wir gerade fliegen. Da unten ist. Wir müssen voll. Du musst einmal komplett umdrehen. Guck dir das mal an. Ist ja auch schon lange aus. Jetzt ist er an. Mach aus. Alter, diese Vibration. Wie das gerade. Ich krieg gerade 50.000 Warnmeldungen. Ja, Alter, ey, das ist das reinste Chaos hier. Wir müssen irgendwie wieder auf Kurs kommen. Irgendwas ist falsch eingestellt. Immer B, ja.
chill, Junge, was fliegst du denn da für eine Kurve? Ja, was soll ich machen? Ist ja egal. Alter, guck mal diese Kurve an, das ist die reinste. Junge, was machst du denn? Alter, das wurde Kampfjets gewöhnt. Ja, zieh mal hoch jetzt. Ja, nicht runter. Alter, schön. Stell mal oben jetzt die GPS kleiner an. Ja, warte. Wo ist denn? Hä? Da ist die Maus. Ja, doch, nach rechts, wir sind fast auf Kurs. Guck, da vorne, diese weiße Linie ist unser Kurs. Alter. Warte mal. Ich komm auf Kurs, gerne mal. Soll ich mal kurz in diese Ansicht gehen? Dann bist du abgelenkt hier. Soll ich mal Autospiel dran machen? Warum denn? Wer kann ich nicht mehr lenken? Ach so, ja, stimmt, ja. Alter, das ist hier das reinste Chaos, ey. Die hören uns eh nicht, die Vibrationen sind viel zu laut. Ja, also irgendwie müssen wir das machen. Wir müssen einfach eine Stelle dann suchen, wo nur Vibration ist, dann können wir es ja rausfiltern. Hoffentlich. Ja, du bist schon ein bisschen über den Kurs hinausgeschossen. Wow, ganz ruhig. Wie hoch sind wir eigentlich? Ich will es gar nicht wissen, Mann. Ich will es gar nicht. Jetzt sind wir auf Kurs. Ja, okay, jetzt dreh gerade, ganz ruhig. So, soll ich Autospiel mal kurz anmachen? Ja. Der ist falsch eingestellt, der zieht runter. Ja, weil ich habe auf 9000 Fuß gestellt. Alter, da sind jetzt viele Alarmmeldungen. Ja, jetzt guck, jetzt zieht er wieder hoch. Alter, jetzt ist echt mal Ruhe hier. Du hast Ruhe, ich höre die ganze Zeit. Immer noch? Soll ich ausmachen? Das geht schon. Das kannst du nicht ausmachen. Ja, warum geht das nicht aus? Weil wir zu schnell sind. Wir müssen den Schub wegnehmen. Ja, stimmt, wir sind über Maximum hier. Alter, warte mal kurz. Ich mach mal jetzt hier. Ich geh mal zum Autopiloten jetzt. Mach mal bitte Bremsflaps raus. Ja. Du musst bei mir Bremsflaps rausmachen. Du bist. Wir sind doch raus. Achso. So, wieder rein. Wir sind jetzt zumindest wieder auf der KMH-Anzeige. Okay, warte. Welcher Kurs ist das jetzt eigentlich? Ich stelle mal jetzt hier ein bisschen Kurs noch ein. Warte mal. 247. Irgendwie 200. Oh, Alter. Ihr könnt froh sein. Hörst du das auch, Diana? Nein, ich höre das nicht. Ich höre nur so das Triebwerk drum. Warte mal, wie ist das für ein Kurs hier? Hörst du die jetzt? Nein. Warte, ich mach mal kurz hier Kurs halten an. So, jetzt hält auch den Kurs. Alter, shit, Mann. Ich hab keinen Alarm mehr, okay, ich gebe mir jetzt nochmal Gas jetzt. Ja, ich lenke kurz mal auf Kurs hier mit der Kurs-Autopilot-Dings. Alter. Welche Höhe haben wir? Ja, wir sinken auf 9000. Warte, soll ich mir ein bisschen höher stellen? Ich stelle mal so auf 12.000. Ne, ich stelle auf 15.000 Fuß, da sind wir jetzt ja schon ungefähr. Ich nehme mal kurz das Ding hier raus, ich brauche den Ton eigentlich gerade gar nicht. Wir sind gleich da. Was? Scheiße. Soll ich runter? Alter, hä? Wow, geht schon wieder Alarm los. Was? Geht hier bitte ab, Alter. Warte mal, geh mal näher ran bei dem GPS-Ding. Ich will gucken, ob wir aufs Kurs kommen. In 6 Minuten landen wir schon. Ja, scheiße. Ich geh runter jetzt. Ich geh massiv runter jetzt. Ja. Okay, Leute, das war eine Fail-Folge. Wir nehmen jetzt gleich nochmal eine Folge auf, aber ich weiß, wie wir es anders machen. Und zwar hoste ich diesmal. Ja. Weil dann bin ich auch der Pilot und hab auch die ganzen Warntöne und... Wir haben keine Probleme mit 2 Mäusen und 2 Tastaturen. Ja, ich gehe jetzt mal runter auf 8000 Fuß und es wird auch ein bisschen ruhiger, glaube ich, der nächste Flug hoffentlich. Und wir entschuldigen uns schon mal am Anfang für den lauten, für das laute Dings. Ja, das stellen wir gleich aus. Das stellen wir gleich aus zwischen den Folgen. Das geht ja irgendwie. Oh Gott. Ich meine, wie kommt man in die Einstellung rein? Da oben Option. Ich muss mal hier meine Currywurst essen. Ich bin gar nicht dazu gekommen. Ja, das ist älter, ey. Steuerung. Passagiere werden schon lange tot, Alter. Wir müssen aber bald schon wieder landen, ne? Ja. Dann muss ich mal ran hier. Steuerdruck aktivieren, was ist das denn? Erschütterung. Hey, Steuerdruck? Hey, mach mal dieses Steuerdruck aus. Ich wette, das ist Vibration. Ja. Das ist Vibration. Ja, muss bei dir noch ausmachen. Du musst bei mir ausmachen. Ja, ich habe ja eine Tastatur. Ja, du hast die Tastatur. Du musst einfach Steuerung Alt drücken, um da oben ins Ding zu kommen. Dann. Mhm. Ich hab jetzt auch was, ey. Das war ein Hunger gerade. Hä? Ich komme in die Einstellung. Achso, weil ich Ding mache. Weil ich Pilot bin. Übergib mal die Steuerung an dich und dann geht's wahrscheinlich. Ja, muss ja sowieso. Na, lass einfach lernen. Warte mal kurz, hier gehen wir kurz ein bisschen näher ran hier. Ja gut, also wir haben schon noch ein bisschen Zeit.
7 Minuten. Bei der Geschwindigkeit. Ja, bei der Geschwindigkeit. Die Welt ist jetzt noch weg. Ja gut, es ist schon noch ein bisschen. Gucken auf die Map. Das ist zu schnell. Ja, ein paar Füße runter ist. Einfach immer drauf. Ich will jetzt voll Gas. Ja, ich merke schon. Genießt den Ausblick über den Wolken. Ja, muss man ein bisschen was zeigen. Das ist ja deine Aufgabe. Ja, du nimmst doch auf. Ja, aber du hast ja die... Ja, aber du hast den Joystick, du lenkst doch die Augen. Ja, du kannst immer die auch ansichten. Ja. Ich kann es auch selbst umstellen. Hier sieht man nichts, oder? Was für ein Chaos, Alter. Alter. Bei der Geschwindigkeit 10 Minuten, wir haben volle Warntöne. Ging viel zu schnell. Du musst ja doch die Welt umrunden. Und wir bremsen. Das war unser Ziel, die Welt zu umrunden. Warte mal ganz kurz, drück mal Shift T bei dir. Okay, warte, jetzt versuch mal bei mir umzustellen, drück ein Stück mal Alt. Und jetzt versuch mal dann auf die Vibration was machen. Geht nicht, es geht nicht. Okay, dann gib mir die Steuerung, warte. Ich hab übergeben, bleiben. Das geht noch nicht, ich hoffe, ich hab. Ja, müssen wir irgendwelche umstellen, der Kurs, Kurs halten an. So du kannst eh bei mir hier fliegen. Na gut, da müssen wir nur Plätze tauschen. Ja, zwei Physik hat die Steuerung nicht innerhalb der zulässigen Zeit. Ja, weil du hast zu früh gedrückt, warte. Oh. Überdrücksteuerung Shift T. Oh, Shift T, ja. Ja, jetzt habe ich die Steuerung. Nein, du hast jetzt angefordert, dass, also, dass dein Laptop übernimmt. Das will ich ja jetzt. So, jetzt hast du dich auch. Stell mal schnell um bei mir. Geh mal jetzt oben zur Option. Mhm. Naja. Ja, essen wir jetzt zwei. Ja, warum? Ja. Ja, hast du die Aufnahme. Die Aufnahme ist jetzt abgestürzt. So, und jetzt? Ich sehe gar nichts. Ich sehe okay nicht. Geh ein Stück runter. Noch ein Stück runter, jetzt nach rechts. Noch ein Stück nach rechts. Okay, und drücken. Ach, eigentlich. Okay, dann drück drauf. Alter, wir steuern mal geben. Ey, wir müssen nach links. Ja, also, dann gib mir die Steuerung. Ich stell den Kurs um, warte, ich stell den Kurs um. Mach Shift T schnell bei mir auf meiner Tastatur. Ich stell den Kurs um. 3, 5, sind auf 249, 8 und das müsste klappen. Ich stehe immer noch auf 7 Minuten. Hätte der gerade gehabt, ist ja. Der Pilot ist ein, ja. Müsste ja theoretisch ein bisschen nach links lenken. Ich stehe mal ein bisschen weiter. So, da ein bisschen was macht hier. Ja, man sieht irgendwie gar nicht, dass der lenkt, oder? Der lenkt auch gar nicht. Ja, hä? Ich lenke jetzt. Ich habe aber die. Ich lenke das jetzt einfach mal nur. Scheiße. Was denn? Was sieht man das Ding für die Laptops ausgemacht? So, ja. Für die Laptops. Zum Glück wird zumindest die Kurve gehalten hier. Ja, weil ich die gerade halte. Ich meine die Höhe, ja. Warte mal, wie weit sind wir eigentlich nicht weg? Es ist viel einfacher zu fliegen ohne Vibrierung. Mach ja. Minuten weg. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, hier ab dieser Linie übernehme ich, ja. Eigentlich wollten wir es auch mit Funken machen, aber es ging ja. Es geht gar nicht. Ja, wir sind jetzt schon wieder ungefähr auf Kurs. Muss dann eh noch eine Linkskurve fliegen. Soll ich hier mal ein bisschen runtergehen? Ja. Ich geh mal auf 6000 oder so. Das ist eine Katastrophe am Anfang. Das war dann richtig. Ich gehe mal ein bisschen steiler runter. So du was bist du für ein Co-Pilot? Du machst immer Lichter an, ey. Hey, chill doch mal. Ich glaube, die Lichter sind unser kleinstes Problem hier. Der ist am Mond. Der Mond ist ja schön. Alter, mein Ohr platzt gleich. Alter, kannst du mal aufpassen? Guck dir das doch mal an. Hm? Was für ein Sackgesicht, ey. Pass doch mal auf. Ja, chill doch mal. Dann mach's weg. Hm. Willst du jetzt essen oder was? Ja, was denn sonst? Ihr Fliesenkleber. Und Gras. Oh, scheiße. Na, warte mal. 9 Minuten, ja, wird mal mehr. Es geht da ab, Mann. Ja, das Flugzeug sieht schon geil aus, finde ich. Ich glaube, diese Folge müssen wir einfach nur das reinste Chaos nennen. Da passt kein anderer Name. Ist irgendwie Reserveschub oder so? Wenn man so voll ist. Reserveschub? Voll cool machen kann. Ich vermute nicht. 110% Nachbrenner. Oh, warte, wie sind eigentlich 600, 6000 Fuß? Also
10.000 Meter sind ungefähr 39.000 Fuß. Mhm. Ja, nicht weiter nach rechts. Okay. Ich denke gar nicht, ich habe dieses Ding nur in der Hand. Ich dachte schon, das ist jetzt auch. Und wir sind doch gerade ein bisschen nach rechts gedreht, deswegen. Der dreht automatisch nach rechts. Ja, da vorne ab dieser Linie übernehme ich, ja. Weil dann ist Lande ein Flug. Dieser Warnton die ganze Zeit, wir können es hier auch. Alter, geht das mal irgendwie ausgehen? Hä, das geht doch eigentlich hiermit aus. Wenn wir eigentlich verarschen, warum geht das denn nicht aus? Wir haben ja sogar Reserve, wir sind auf 101% Schub. Ja. Okay, ich übernehme dann gleich mal, wa? Wir sind in 10 Minuten das am. Nein, ich meine da vorne, ab dieser hellblauen Linie hier. Da über. Ja, guck, da ist schon die Kurve zum Einlenken. Da ist der Anfang von der Einflugschneise. Und den muss ich übernehmen dann. Kann ich mal ein bisschen näher ran hier. So was besser, glaube ich. Sieht man den Flughafen? Schlechte Wetter. Muss noch nicht lenken. Kannst jetzt mal ruhig noch gerade bleiben. Wir müssen dann nur langsam wieder runter, also. Sagen, wenn ich ihn übernehme, mache ich gleich den Autopilot aus und dann. Wir können ein bisschen Autopilot fliegen. Wir müssen aber jetzt dann noch runter. Kein Puls so hoch sind wir eigentlich gar nicht. Wir sind voll niedrig. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Nochmal. Ich stelle mich hier schon mal wieder auf Pilotenansicht um. Ja, das ist scheiße. So. Fliege ich über deinen Computer? Guck bei mir in die Piloten. Okay, also jetzt müssen wir langsam mal gucken, da vorne ist schon die Kurve. Warte gleich. Dann leg mal eins und geh. Was soll ich ausmachen? Muss ganz hart bremsen. Ich mach mal Autopilot aus, so aus. Bei dir wackelt es irgendwo. Guck mal, bei mir ist die voll ein. Ich smooth die an sich, bei dir wackelt die. So, okay, jetzt übernimmst du. Okay, drück bei dir, du musst. Obwohl, willst du bei mir fliegen oder flieg hier? Ja, nimm mal die Tastatur. Schnell. Wir stürzen ab, zieh hoch! Ganz ruhig, so. Alles unter Kontrolle. Weiß nicht, was ich mache hier, es geht gar nicht mehr. Was? Keine Sorge, der Pilot ist da. Ey, warum hältst du jetzt einfach weg? Bleib mal hier, Junge. Ja, du da kleckerst, du kannst dich noch mal essen. Chill doch mal. Ich sehe die Landebahn. Chill dein Leben. Ich sehe die Landebahn. Oh, wir wackeln mega. Einfach. Du wackelst mega im Betrunken. Das Ding übersteuert ja extrem hier. Ich höre die ganze Zeit nur Warntöne. Ich auch. Ich muss noch weiter nach links, oder? Guck dir mal bei mir ist die Ansicht irgendwie genauer. Wir kommen ein bisschen. Du musst ein bisschen nach links, ja. Ich hoffe, ich krieg diese Landung und ich bin so lange nicht mehr gelandet. Das kann jetzt so ein richtiger Fail werden, ich sag euch schon mal. Soll ich das Fahrwerk ausfahren? Fahr das Fahrwerk immer aus. Fahrwerk ist raus. Wir haben keinen Warnton mehr. Sag Bescheid, wenn ich Bremsklappen rausmachen soll. Kommen nicht gut rein, oder? Doch. Also laut GPS kommen wir gerade rein. Ja, da hast du gesehen? Das ist hier aufgeblitzt, die Landebahn. Ja. Voll geil, wir haben Head-Up. Okay, mach mal Bremsklappen. Bremsklappen raus. Aber gleich wieder rein. Jetzt wieder rein. Wieder rein? Oh, wir sacken so richtig ab mit diesen Bremsklappen. Gib ein bisschen. Das wird schon. Scheiße. Es ist übersteuert, es ist halt so extrem Empfindlichkeitsstörung. Ich wackel auch die ganze Zeit von oben nach unten, sondern mich unverliebt. Halt. Wenigstens haben wir reales Wetter. Ja, das ist Sinkrate, Sinkrate. Ja, chill. Pull chill. Up. Chill. Ich bin auch, komm auch ein bisschen schräg rein. Ja, das Alte, das übersteuert. Warte, ich mach Bremsklappen raus, oder? Nein. Sinkrate. Pull up. Nicht die Bremsklappen raus. Pull up. Alter, wir klatschen auf die Landebahn. Pull up. Wir klatschen so übelst auf die Landebahn. Pull up. Das ist so ex. Flaps. Guck mal, hast du gesehen, wie das die ganze Zeit so nach oben und unten gewackelt hat? Egal, wir sind gelandet, so, fertig, Folge beendet, Schluss. Und da geht auch gleich der Bildschirm erstmal aus. Mann, das ist scheiße gewesen. Du warst gerade, Alter, das Spiel ist bei dir abgekackt. Ja, jetzt sieht er wieder in der Folge schwarzes Bild im Hintergrund. Das ist eine Chill doch mal, Junge. Mann, das ist eine Scheiße. Hast du gesehen, wie dieses Ding nach oben und unten gewackelt hat? Stell diese verfickte Empfindlichkeit von diesem Ding runter, Mann. Wir sind wie so ein Sack Kartoffeln auf die Landebahn gelassen. Komm, push!
Mann, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ich will. Alter, das ist doch. Ja, ich kann. Nein! Ja, ich will. Oh. Du kriegst so eine Seehund, Mann. Vor allem, wenn sie alles den ganzen Zeit weiter die Aufnahme. Ihr seht immer ein schwarzes Bild. Mann, Junge, wir sind gut gelandet. Wir sind gut gelandet. Das war eine Traumlandung. Mein Schwarm war besser als seine Landung. Mann, hast du nicht gesehen, wie das gewackelt hat, dieses Ding, Alter? Hast du mal gesehen, wie hoch wir reingekommen sind? Wie soll ich denn da bitte landen, Alter? Hast du das gesehen? Wenn ich einen Millimeter nach vorne bewegt habe, ist der richtig runtergezogen, Alter. Das ist... Nein! Ja, jetzt ist Schluss hier, Mann. Ey, dein MacBook ist da auch gerade nicht vorbeigegangen. Ja, okay, das reicht jetzt, glaube ich, langsam, ja. Topfenboden, nichts, Mann. Wie sind die Riesenkartoffeln auf den Boden geklatscht, Mann? Mann, das war eine Traumlandung, so. Das beende mal diese Aufnahme, wir waren Alter. Viel zu schnell. Ach, ne. Das sind wie so Sackkartoffeln auf den. Ja, Mann, ach, nee, das hat gedeckt wie Sau, Mann. Wir hatten 10 FPS oder so. Das Ding, das ist zu empfindlich. Wir hatten 10 FPS. Wir haben am Anfang das totale Chaos gehabt. Ja und? Ja Mann, beende das jetzt einfach, das ist jetzt auch egal. So, das ist jetzt hier die beste Folge von allen gewesen. Tschüss.